Ich laufe ja hier auch nur noch in Arbeitskleidung rum. Ja. So, hier haben wir ja Olivenbäume, die sind von Parasiten zerfressen ohne Ende. Ja, und wenn man so eine Pflanze retten will, dann bleibt oft nichts anderes übrig als der radikale Rückschnitt bis ins gesunde Holz, damit das gute Bäumchen wieder frisch austreiben kann. Ja, und da ist mir eingefallen, so ein Baum, der ist ja wunderbar geeignet für Vergleiche. Kennt ja jeder sicher den Baum des Lebens, den Baum der Entscheidung. Jetzt habe ich mal nur so zum Spaß überlegt, dass man so einen Baum auch wunderbar vergleichen kann mit einem Land oder mit einem Volk oder mit einem Staat. Ja, und wenn ich mir jetzt vorstelle, es hätte zu irgendeiner Zeit an irgendeinem Ort auf dieser Welt einen Staat gegeben, der durch und durch von Lobbyismus und Konzernen durchkorrumpiert ist. Was natürlich totaler Unsinn, so etwas gibt es ja gar nicht. Aber nur mal so von der Fantasie. Ja, und dann gibt es ja Parasiten, die einen Baum das Leben kosten können. Und die siedeln sich im Außenbereich an und gehen dann in der Krone immer weiter rein und zerstören den ganzen Baum. Ja, und wenn ein Baum so weit in Mitleidenschaft gezogen ist, dass er droht einzugehen, dann muss man mal zu radikalen Mitteln greifen. Ja, und dann nützt oft nur der radikale Rückschnitt etwas, indem man dann die Schädlinge mit rausschneidet und alles tote Geäst, alles, was dem Baum schadet, von Wurzelbereich über Stamm, über Äste, über Zweige, bis nur noch so ein Rippengestell da steht, der dann aber frei von allen Schädlingen ist und neu austreiben kann. Und dann brauchst du nur noch eine fachkundige Hand, die immer wieder die Äste entfernt, die in die falsche Richtung wachsen. Und genau das ist auch die Struktur, die man haben könnte oder gehabt haben könnte in einem fernen Land zu irgendeiner Zeit irgendwo auf dieser Erde. Ja, und wenn dann so ein Baum neu austreibt und gesunde Triebe entwickelt und dann bildet sich eine neue Krone von ganz alleine, da brauchst du nur eine fachkundige Hand von außen, die immer wieder Triebe oder Zweige entfernt, die in die falsche Richtung wachsen. Genauso könnte das auch bei einem Staat sein, zu irgendeiner Zeit, in irgendeinem Land, irgendwo auf der Erde. Ja, und dann ist immer die Frage, ja, da gibt es immer nur gemeckert, was alles weg muss, aber Lösungen werden nicht angeboten. Und wenn ich mir hier dann erkrankte Bäume anschaue, und dann ist die Lösung der radikale Rückschnitt. So, und die frischen Triebe und die neue Krone, das entwickelt sich von ganz alleine. Da brauchst du dann nur die fachkundige Hand, die ab und an mal so von außen betrachtet hingeht und Äste, die dem Baum schaden könnten, einfach entfernt. Und so entsteht dann wieder ein gesunder, kräftiger Baum, der Früchte trägt. Aber das ist ja alles Quatsch, weil in Wahrheit gibt es so etwas ja nicht. Ja, ein Baum vergleichen mit Staat, so ein Quatsch. Ja, glaubt man immer gerne. Das ist aber so, Pflanzen wachsen ja in natürlicher Struktur. Das sind so Dinge, die sich von selbst entwickeln. Und was Staat angeht, kann ich nur Rudolf Steiner zitieren, der einmal gesagt hat,
Der Staat sollte sich aus Wirtschaft und Finanzen raushalten. Das sind Märkte, die sich von selbst regulieren. Ja. Eben natürliche Strukturen, die sich von selbst entwickeln.